Na, hey, ganz schön was anderes. Ja, doch. Du mach bitte Eile. Zing, zing. Hälfte runter. Ich sehe ihn gleich irgendeins von den Mädels one-hitten. Das wäre nicht so schön. Stimmt, Bewahrung habe ich vergessen. Yikes. Ja, aber dir ist nicht so schlimm geworden. So, Bewahrung. Mit dem Rücken fast zur Wand. Klerikern fast tot. Er links auch. Tada! Sehr schön. Heilung. 2281. Das ist ordentlich. Oh. Schwertmeister. Du siehst genauso aus wie dein. Oh. Du heil. Oh. Heilt mich mal jemand. Yeah. Stopp. Wir brauchen ganz schnell Heilung. Gift heilen? Nein. Heilen, heilen. Wow. Okay. Ich werde sie alle töten. Du wirst laufen wie sonst was, Georg, und du wirst nicht alle töten. Raus. Das war jetzt unerwartet. Wir töten den Herrn der Burg und irgend so ein dahergelaufener Ritter bringt unsere Mädels erlauben. Na gut. Achso, wir können einfach schlafen. Hm? Ja. So, also nochmal. Fackellicht. Steinhaut. Bewahrung wäre noch wichtig. Segen und Heldentum. Oh, und Eile. So, jetzt bringen wir den einen Ritter noch um. Wie kommst du wieder runter? Ah, da. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen sonst. Und, wow. Du hast es ganz schön eilig, hier runterzukommen, ne? Okay. Stimmt. Oh. 1700 und ein Schwert. Oh, ihr Schild ist kaputt. Repariert. Was bist du für ein Schwert? Mörderklinge. Entzieht dem Ziel Trefferpunkte. Klingt sehr praktisch. Wenn wir Schwerter benutzen würden. Tun wir leider nicht. Hm, ja, okay, das war's. So, jetzt gucken wir, was da noch war in dem Raum mit dem Schwertkämpfer und der einen Ratte. Und danach haben wir die linke Tür noch. Allgemein wirkt das hier aber ziemlich klein. Das tut irgendwie nix. Mein Fehler. Was mich daran erinnert, wir wollten noch Telekinese kaufen. Bei den Zwergen ist wahrscheinlich. Die Tür ist verschlossen. Hallo? Ihr seht nicht wie die normalen Anhänger Williams aus. Hallo zurück. Hilfe, William hat mich entführt und in diesen Turm gesperrt. Bitte holt mich hier so schnell wie möglich raus. Ich will noch nicht sterben. Ja, typische Malte Not. Das ist vollkommen okay. Wir wollen hier raus. Wir wollen nach Erasia. Das war ein ziemlich kleiner Dungeon. Dafür braucht der Cent einfacher als das andere Ding. Also diese Festung auf dem Berg. Aber um die kümmern wir uns später. Held, ihr habt es vollbracht. Ich wusste, dass es in euch steckt. Sei, ich bin von Stolz erfüllt. Alice ist befreit aus den Klauen des üblen Unholds William Setak. Das Böse ist besiegt, das Gute hat gesiegt. Wo einst das Unrecht gedieh, herrscht jetzt das Gute vor. Charles seufzt und lächelt über beide Ohren. Gut, meine Arbeit ist vollbracht. Ihr habt die Prüfung bestanden und verdient nun eure Belohnung. Und ehrerbietig erkläre ich euch nun zum wahren Helden. Kein Gold. Ja, hätte man noch nicht erwarten sollen. Aber passt schon. Das heißt, nächster Schritt.
Ja, was ist der nächste Schritt? Geben wir das Gold jetzt aus gleich für Stufenanstiege? Oder versuchen wir doch lieber erstmal die Zauber zusammenzubekommen? Kannst kurz mal nachgucken. Also, du wärst gerne Wassermagie-Großmeister, richtig? Kannst du noch nicht. Du musst mich erst noch für die Magier einen Auftrag erledigen. Du wärst gerne Luftgroßmeister, das kannst du gar nicht werden, weil du Druidin bist und Druiden dürfen das nicht. Du wärst gerne Alchemiemeister für bessere Tränke. Und Meditationsgroßmeister kannst du auch, wenn du bessere Druidin bist. Also wirklich tolle Zaubersachen können wir gerade noch nicht. Also auf den nächsten Rang bringen. Was fehlt denn noch an Zaubern? Feuer nix. Wasser war verzaubern. Aber das war, glaube ich, ein Großmeisterrang. Und Großmeister ist hier noch nicht. Erdmagie wollten wir Telekinese haben. Aber wir haben keine Möglichkeit, direkt zu den Zwergen zu teleportieren. Was ein wenig ärgerlich ist. Gab es bei den Elfen eine Erdgilde? Gucken wir mal kurz hin. Du, wir würden gerne dahin. Und du, wir würden gerne fliegen. So. Hier. Willkommen Wasser. In der Gilde des Wassers. Das sind alles Standardzauber. Nö. Luft. Willkommen in der Luftgilde. Fliegen haben wir. Und sie haben nur Fliegen im Angebot. Stimmt, Feuerschutz wollten wir auch noch holen. Wenn wir hier gerade die Feuergilde haben. Willkommen in der Feuergilde. Feuerresistenz. Feuerball könnten wir uns theoretisch auch holen, aber das ist mir irgendwie 2100 nicht wert. Zumal sie fast keine Punkte drin hat. Nö. Oh, die haben auch eine Erdgilde. Willkommen in der Erdgilde. Klinge, Steinhaus, Stein zu Fleisch. Schade. Kein Telekinese. Nur war ein Versuch wert. Fliegen wir nochmal ganz kurz Richtung Norden. Richtung Effli also. Weil da waren auch noch ein paar Gilden. Bin ein wenig enttäuscht, dass in Celeste nicht so viele Gilden ansässig sind. Weil das ja eigentlich eine Verlängerung von Brakada war. Also die größten Magier haben sich zusammengetan und die Stadt in die Wolken erhoben und so weiter und so weiter. Die tollen Magiergilden sind nicht wirklich oben. Da ist nur Luft und Licht. Aber jetzt, wo wir fliegen können, können wir einfach Brakada mal ein bisschen besser bereisen. Vorher war es einfach nur zu nervig mit den Teleportern. Da musste man genau wissen, wo welcher Teleporter hinführt und auf welchem komischen Faden man langlaufen muss. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt fliegen wir einfach hoch, gucken auf der Karte, wo wir hinwollen. Und dann fliegen wir direkt dahin. So, wo waren hier die Gilden? Nebel hilft auch nicht wirklich. Oh, und wo wir bei den Elfen sind, könnten wir den Druiden mal ansprechen. Wobei der wiederum im Forst war. Nicht hier. Hier vielleicht? Nee. Ausrüstung und Trainingshalle. Klerikale Zauber. Willkommen in der Körpergilde. Krankheit heilen, Fliegende Faust, Schutz von Magie, Kraftheilung. Großmeisterrang. Und 18. Was? 18.000, ja. Sie bräuchte eigentlich richtig, richtig viele Fähigkeitspunkte jetzt. Damit sie alles auf 10 war das, glaube ich, bringen kann für Großmeisterrang. Willkommen in der Gilde des Geistes. Hirnschlag, Massenfurcht, Versklaven. Nö. Elementare Zauber habt ihr nicht? Das sollte ich mir langsam versuchen zu merken. Dass Effli nur 2 klerikale Schulen hat. Keine Elementaren. Außer ich habe mich wieder irgendwo verguckt. Du flieg mal. Das da vielleicht? Schnelle Bogen? Ne. Hier war der Tempel.
Nö, ich sehe hier nirgends irgendwas in der Richtung. Okay. Guten Tag, los geht's. So, jetzt kommen wir raus und gehen in das Zelt da. Da war letztes Mal der Druide, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Wir wären gerne Erzdruide. Um Erzdruide genannt zu werden, müsst ihr dem Land einen großen Dienst erweisen. Mir ist ein Dienst bekannt, den ihr übernehmen könnt. Im Land der Steinstadt, wo wir eh hin wollten, willigen Telekinese, in dem die Zwerge ihre Toten begraben, liegt das Hügelgrab von König Zokar dem Vierten. Er starb im Kampf bei der Verteidigung von Steinstadt während der Invasion Erassias durch Nigen. Seine Gebeine wurden nie gefunden und liegen immer noch in den Tunneln. Also in den Tunneln von Nigen. Findet seine Gebeine und bringt sie in den Sarg? In seinem Hügelgrab. Oh, nicht. Ich dachte schon, ich kann mir die Hügelgräber jetzt ersparen, aber anscheinend nicht. Wenn ihr dies vollbracht habt, wird der König ruhen können und mit ihm das Land. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr diesen Dienst erwiesen habt, und ihr werdet die Zeremonie der Erleuchtung ausführen, um euch damit zu Erzdruiden zu machen. Kai. Also die Tempel, die Tunnel von Nigen klingen machbar. Das hatten wir auch schon gemacht. Also sind einmal durchgelaufen jedenfalls, und es waren nur diese Gogs drin, die keine wirkliche Gefahr darstellen. Aber die sahen ziemlich weitläufig aus, die Tunnel. Und es könnte auch der böse Tunnel gemeint sein, wo die Beholder und Minotauren rumgelaufen sind. Wobei die jetzt auch machbar sein könnten. Was mir den ganzen Tag am meisten stützt, sind eigentlich die Hügelgräber. Weil er hat nicht gesagt, wo das Grab von dem König ist. Das heißt, wir werden jedes Ding durchgehen müssen, auf einer Strichliste dann sagen, wo ich schon drin war und wo nicht. Meh. So, ich will jetzt aber noch... Hier war irgendwo noch ein Jägerlehrer oder Schützenlehrer, der uns damals losgeschickt hat, die Mine zu sabotieren. Achso, das war mit den Statuen, das wollen wir nicht. Kopfjäger? Oh, achso, der hätte uns unseren bösen Schützen ausbilden können. Wo ist der gute Schütze? Und was macht ein böser Schütze in der Elfenstadt? Handel könnten wir auch treiben, um Gold zu machen. Mit dem Teleportieren dürfte das recht einfach sein jetzt. Riffkarte, Alchemie-Experte. Habe ich jetzt wieder einen übersehen? Das finde ich schön. Und warum bist du tot? Naturmagie, nein. Ich will doch bloß den Jäger finden. Ne, hier war ich schon. Ha, okay. Schön strukturiert. Wir waren jetzt da überall. Da nehmen wir was allererst. Hier ist die Bank. Hier ist das Rathaus. Erdmagiemeister, sind wir schon. Wo ist Avalanche? Stopp. Besten Deja. Aber wir können ja kein Großmeister werden, fällt mir gerade ein. Seelenmagie-Großmeister. Wir brauchen 10 in Seelenmagie und 8000 Goldstücke. Tja, wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Gold. Oh, Menno. Gut, wir waren jetzt überall in diesem Knubbel. Das heißt, hier geht's darüber. Wenn ich gar nicht weiß, ob da Privathäuser waren, weil hier waren nur Geschäfte und eine Trainingshalle. Da hinten, glaube ich, eine Taverne. Ja, oh. Leder-Großmeister, nö. 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 War der jetzt doch in Afli? Das wäre ein wenig peinlich. An einem der Zelte? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, daran würde ich mich erinnern. Nö. Da hinten ist noch ein Zelt, aber wenn ich jeder Druide war, wird da nicht gleich der nächste sein. Also Klassenlehrer. Nee.
Okay, jetzt bin ich dabei wie ein Bluthund. Ich werde jetzt erstmal so lange hier rumlaufen, bis ich den gefunden habe, den ich meine. Guten Tag, los geht's. Und das war die falsche Richtung. Das Geschäft ist geschlossen. Dann ist es halt geschlossen. Wir können teleportieren. In die falsche Richtung. Also ja, nicht falsche Richtung, sondern einfach nur wieder zurück zum Schloss und nicht zu der Pferdekutsche. Ich freue mich schon, wenn wir später den Wassergroßmeister-Rang haben, um Lloyds Beacon zu sprechen. Dann können wir uns einfach einen Punkt setzen und jederzeit zu dem Punkt zurückspringen. Guten Tag. Das macht das Ganze doch dezent angenehmer. Guten Tag. Gerade für Städte, die man nicht unbedingt mit dem Town Portal erreichen kann. Oder Dungeons zum Beispiel. Aber ja, jetzt suchen wir den Schützen. Oder was auch immer das war. Der uns gesagt hat, geht in die Mine, sabotiert die Mine, kommt wieder. Speer, nö. Monsterkunde, nö. Sind hier Gott sei Dank nicht so viele Privathäuser hier? Feuer? Nee. Lederexperte. Warte mal, Lederexperte? Sind die beiden schon? Kettenexperte suchen wir noch. Luftmagiemeister sind wir schon. Hier ist kein Privat. Hier ist ein Privathaus. Wein kaufen für 2000. Wein verkaufen wir in Tatalia, oder? Ich glaube ja. Ich kaufe mir einfach ganz viel Wein. So. Und hoffe, dass es Tatalia war. Kleines Alkoholproblem, hat Talana? Ja, passt. Also 2000 gekauft. Mal gucken, für wie viel wir sie verkaufen können. Aber ich denke mal 2500 pro Stück. Das heißt, wir würden 1000, 2000, 3000 Gold Profit machen mit einer Tour. Scharfschütze. Ah, sehr schön. Genau den meinte ich. Stigal Snick. Ah, ihr folgt dem Pfad des Lichts, ja? Wie ihr wollt. Achso. Wie wollt ihr denn jemals ein Scharfschütze sein, wenn ihr jedes Mal anfängt zu heulen, nachdem ihr jemand in den Rücken geschossen habt? Okay, das war nicht der, den ich meinte. Das ist jetzt nicht so nett. Wobei ich glaube, es war der, den ich meinte. Aber er hat uns halt nur die erste Quest gegeben. Nicht die Quest von Klassenstufe 2 auf Klassenstufe 3. Der muss irgendwo anders sein. Schade, schade. Aber gut, ich denke, es wird Zeit für eine kleine Speicherung. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich entschieden habe, was genau der nächste Schritt ist. Weil wir haben momentan ja so viele Türen offen, was echt super schön ist. Dass man wirklich überlegen kann, was möchte ich jetzt machen, um meine Gruppe weiterzubringen. Und dass ich nicht einen Pfad vor mir habe, ich muss jetzt in den Dungeon gehen, dann muss ich in den, dann muss ich in den, dann muss ich in den. Dann ist die Hauptstory weiter und dann, ne? Ich werde hier kein bisschen an die Hand genommen. Ich könnte machen, was ich wollte. Wollen würde. Ich sollte einen Cut machen. Bis gleich.